Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute werden wir inshallah eine sehr leckere, cremige Thunfischsoße verfeinert mit Parmesankäse und zusammen mit Vollkornnudeln kochen. Ich persönlich mag Thunfisch sehr gerne, ganz besonders dann, wenn er auf diese Weise zubereitet wird, mit dieser cremigen Soße und dem Parmesankäse zusammen und dann mit Nudeln zusammen gegessen wird. Deshalb möchte ich euch an diesem leckeren Rezept teilhaben lassen und ich hoffe, euch wird es genauso gut schmecken. Wir fangen damit an, indem wir zuallererst eine gehackte Zwiebel in einem Topf mit Öl anbraten werden. Diese werden wir dann so lange anbraten, bis sie anfängt braun zu werden. Dann geben wir 5 gepresste Zehen Knoblauch hinzu und braten die auch nochmal zusammen mit der Zwiebel wieder eine Weile lang an, bis beide Zutaten relativ braun sein werden. Und dann geben wir kurz etwas Wasser hinzu, damit nichts anbrennt, wie ich das meistens so bei meinen Speisen tue. Und dann kommen auch schon die Gewürze hinzu. Wir nehmen hier jeweils einen Teelöffel selbstgemahlenen Pfeffer, Biogemüsebrühe, Muskatnuss, Basilikum und Natursalz. Das ist alles, was wir an Gewürzen für dieses Gericht benötigen. Dann werden wir die Gewürze kurz mit anbraten, damit sie ihr Aroma entfalten können. Und dann werden wir auch schon den Thunfisch hinzugeben. 2 Dosen Thunfisch geben wir hinzu, die vorher abgetropft wurden. Und den braten wir jetzt kurz mit an, bevor wir dann den Schmand hinzugeben. Wir geben ein Päckchen Schmand hinzu. Und spülen das auch nochmal hinterher aus mit genauso viel Wasser. Das werden wir auch nochmal hinzugeben. Plus nochmal so viel Wasser später. Also insgesamt etwa 150 ml Wasser kommen noch hinzu insgesamt. Das war's. Und jetzt kommt noch etwas Parmesankäse hinzu. Und zwar geben wir etwa 3 bis 4 gehäufte Esslöffel davon hinzu. Das schmeckt dann richtig lecker zusammen mit dieser Soße. Und dann werden wir noch gefriergetrocknete Kräuter hinzugeben oder auch frische Kräuter. Da könnte man Petersilie nehmen oder auch Dill oder auch Basilikum zum Beispiel, was man da so hat. Den Schmand könnte man theoretisch auch mit Sahne ersetzen, aber ich habe jetzt halt den Schmand genommen, einfach weil er weniger Fett enthält als die Sahne. Aber das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Die Soße lassen wir jetzt zugedeckt auf kleiner Flamme 10 Minuten köcheln. Währenddessen werden wir jetzt die Vollkornnudeln kochen. Dazu geben wir etwa 300 Gramm Vollkornnudeln in mit Natursalz gesalzenem Wasser und kochen sie al dente. Ich habe jetzt hier die Muscheln und Hörnchennudeln genommen. Ja, da kann man nehmen, was man möchte. Hier sind die Nudeln auch schon fertig und wurden abgegossen. Und jetzt können wir auch schon von den fertig gekochten Vollkornnudeln ein paar Schöpflöffel auf den Teller geben. Und sie dann mit dieser leckeren Thunfischsoße bedecken. Die Thunfischsoße werden wir jetzt noch mit gefrorenen Petersilie bestreuen. Das sieht lecker fürs Auge aus und schmeckt auch gut. Aber frischer Basilikum würde auch sehr gut zu dieser Soße passen. Das könnte man anstelle der Petersilie auch oben drüber geben. Jetzt geben wir von dieser leckeren, cremigen Thunfischsoße ein paar Schöpflöffel auf die Nudeln. Bestreuen die auch nochmal mit dieser gefrorenen Petersilie oder eben mit gefrorenem oder auch frischem Basilikum. So sieht die Soße nochmal aus. Mit der Petersilie darin. Sehr lecker, mashallah. Ja, und dann werden wir noch die Nudeln mit der Thunfischsoße mit etwas Parmesankäse überziehen. Das gehört dazu und passt auch gut zu dieser Soße noch. Ja, so kann man das Ganze servieren. Damit haben wir das Gericht auch schon fertig gezaubert, mashallah. Und wie ihr seht, ist das ein sehr schnell zuzubereitendes Gericht, denn die Thunfischsoße braucht nicht länger als 10 Minuten zu köcheln und auch die Nudeln werden in der gleichen Zeit fertig gekocht. Somit kann man dieses Gericht wirklich in sehr kurzer Zeit herstellen, mashallah. Wenn es mal schnell gehen soll, hat man ein sehr leckeres Gericht zum Mittagessen, mashallah. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen, ihr Lieben. Und vergesst nicht Bismillah zu sagen, wenn ihr es dann esst. Viel Erfolg dabei. Dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße. Salam alaikum. Eure Mariam.